Wir haben, glaube ich, mittlerweile drei verlorene Seiten, soweit ich mich erinnere. Warte mal. Genau, drei verlorene Seiten haben wir. Ich finde, das reicht erstmal, um tatsächlich hier mal reinzugehen, um mal einen kleinen Überblick reinzukriegen. Ihr seht hier die weißen Flecken und ich glaube, jeder weiße Fleck in diesem Buch repräsentiert eine verlorene Seite. Eine offene Wiese hineinschauen? Sicher. Wie gesagt, diese Welt hat absolut gar nichts mit der Story zu tun. Ist einfach da. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Denk, 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 denk. Winnie the Pooh Bär. Hallo, stimmt was nicht? Alles in Ordnung, nur denken. Oh. Ich habe überlegt, wie ich Pooh verabschieden soll. Pooh? Ja. Warte mal kurz, du bist Pooh? Ja, ich bin Winnie Pooh. Oder einfach nur Pooh. Wer bist du? Ich bin Sora. Oh, hallo Sora. Willst du dich auch von Pooh verabschieden? Nein. Warum sollte ich? Wir haben uns erst kennengelernt. Weil alle weggegangen sind. Wie meinst du das? Nun, wir alle lebten hier im 100-Morgen-Wald. Wir sind zusammen spazieren gegangen. Oder haben Puhstöckchen gespielt. Und jeden Tag habe ich Honig gegessen. Wenigstens ein kleines Töpfchen wäre jetzt wirklich schön. Der Bär denkt nur ans Fressen. Aber jetzt sind ja alle weg. Alle meine Freunde und mein Lieblingshonigbaum auch. Sie sind während meines Nickerchens gegangen, denke ich. Denk nur an das eine. Wer weiß? Vielleicht sollte ich auch irgendwo anders hingehen. Aber wie verabschiede ich mich von mir selbst? Denk, denk, denk. Oh, mein kleines Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Der 100-Morgen-Wald. Ich glaube, hier gab es auch noch Truhen. Hm? Hier. Mithril-Erz erhalten. Das ist übrigens eine komplett friedliche Welt. Das heißt, hier findet keine Story statt. Das heißt, es ist übrigens auch eine herzlose, freie Welt. Es gibt keine Herzlosen hier. Also, es kommt auch nicht so häufig vor. Aber diese Welt ist wirklich komplett ohne Gegner. Ein seltsames Schild hängt über einem Haus. Hineinschauen? Na klar. Das ist das Haus von Winnie Pooh. Und ich glaube, damit haben wir die erste verlorene Seite schon eingesetzt. Wieder eingesetzt. Aber vor allem frage ich mich, wenn Kit ja gesagt hat, oder Sid. Wenn Sid gesagt hat, er hat das Buch restauriert. Habe ich gerade irgendwas ausgelöst. Wenn er das Buch restauriert hat, dann müsste er doch eigentlich auch gemerkt haben, dass Seiten gefehlt haben. Eigentlich. Wie gesagt, ich habe gerade irgendwo. Oh. Kennen wir uns? Willkommen im 100-Morgen-Wald. Geh mal im Pußhaus. Auf jeden Fall ist irgendwas aus dem Schornstein gefallen. Je, es ist kein Honig mehr da. Wenn mich der Honigbaum besuchen käme, dann könnte ich naschen. Das Item, was ihr da gerade seht, das steckt im Schornstein. Mega-Ether erhalten. Sehr schön. So öffne ich übrigens auch ein Fenster. Einfach die Hand an die Scheibe und schon geht's auf. Natürlich. Das ist ganz einfach. Lass mich raten. Du willst wissen, was jetzt passiert.
Leider fehlen einige Seiten, daher kann ich es dir nicht sagen. Die verlorenen Seiten sind über viele Welten verstreut. Kannst du sie für uns finden? Es ist übrigens sehr interessant, es sollen alle verschwunden sein, außer die Eule. Der ist noch da. Alle anderen sind weg, aber er ist noch da. Ist das sein Lieblingsbaum? Ich glaube schon. Dann kann das durchaus sein, dass die Wiese und Poos Haus keine verlorenen Seiten sind, sondern wirklich diese weißen Flecken. Das heißt, wir werden drei davon wahrscheinlich freikriegen. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Hineinschauen. Jo. Ich glaube, das ist der erste weiße Fleck. Hallo, ist da wer? Was soll ich tun? Ich bin ganz alleine. Puh, wo bist du? Ich bin das Ferkel. Ja, das kleine Ferkel, eingesprochen vom großartigen Santiago Cisma, der unter anderem auch SpongeBob eingesprochen hat, oder für die Yu-Gi-Oh!-Fans Dr. Crowler in Yu-Gi-Oh! GX. Und ich glaube, er hat auch Arcania eingesprochen in Yu-Gi-Oh! In der ersten Serie. Aber da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich meine, das war er auch. Oh nein, ich hab auch nichts. Tut mir leid. Hab keine Angst. Du suchst Pooh, stimmt's? Du kennst Pooh? Oh, siehst du, ich habe etwas für ihn. Ich muss es Pooh sofort bringen. Der dicke Bär kommt doch schon. Oh, Pooh. Oh, ich glaube, ich rieche da etwas sehr Leckeres. So lecker wie Honig. Pooh. Hallo, Ferkel. Wie geht es dir? Oh. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich dachte, du wärst fort. Hier habe ich, was du wolltest. Danke, Ferkel. Jetzt bekomme ich endlich meinen Honig. Wirklich? Aber wie? Ich fliege mit dem Ballon wie eine Biene auf den Honigbaum. Schau! Aber werden die Bienen nicht böse, wenn du ihren Honig stiehlst? Oh. Also Truhen gibt es hier anscheinend keine. Schade, ehrlich gesagt. Ansprechen. Wenn du diese Bienen bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honigsammeln? Soll ich Pooh helfen? Na sicher. Einfach mal, um es euch zu zeigen. Oh, hallo Eule. Hallo Pooh, was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Ja, vor allem, weil Bienen auch stechen. Erlaube mir, dir ein paar Tipps zu geben. Ach, das war die Scheiße. Oh nein, das war die Scheiße. Ahem. Pooh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon den Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken.
Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Puh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Puh gelangen, platzt sein Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Puh für jedes Loch hat, das klingt so verkehrt, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Puh. Aber es klappt nicht immer. Also viel Glück. Wie gesagt, ich mache das Minispiel einmal und dann ist es auch gut. Die Musik ist zwar unwahrscheinlich... Ja. Die Musik ist zwar unwahrscheinlich herrlich, aber leider sind solche Minispiele unwahrscheinlich nervig. Ja. Genau sowas. Genau das ist es nämlich. Kleines dickes Puh. Der kleine dicke Puh. So, und jetzt kann er genüsslich da den Honig schnabulieren. Wenn ich erstmal runterfall, geil. Och Mensch. Kann ich in die... Ja, kann ich. Nervt gerade doch so ein bisschen, wenn ich andauernd hier zu hoch springe. So ist das viel besser. Gut, dass das kein Kampf ist. Also das Kommando hat sich jedenfalls nicht rot verfärbt. Da ist das nächste Loch. Ach du Scheiße. Oder nimmt er... Ah, das andere Loch. Er nimmt das andere Loch. Und bitte lasst in diesem Fall die Zweideutigkeiten. Es ist nicht das Loch gemeint, sondern eben halt die Löcher im Baum. Meine Güte. Ich weiß ja, dass es unter meinen Zuschauern gerne mal Leute gibt, die zweideutig denken. Das ist auch durchaus in Ordnung, aber manchmal... Das muss nicht sein. Nicht immer. Nicht in allen Situationen. Ich denke auch gerne zweideutig. Darf man auch durchaus, finde ich. Aber es muss wirklich nicht immer sein. Nur wenn man das Wort Loch sagt. Ich finde das übrigens interessant, wenn ich die Kamera nach rechts schwenken will, dass sie erstmal nach unten geht. Bienen, ne? Nein. Bienen sind nicht kacke, die sind mega wichtig. Das sind wichtige Tiere. Das war was für Puhs Bäuchlein. Aber da ist noch ein bisschen Platz. Bei dir ist immer Platz im Bauch. Fressack. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Amethyst erhalten. Amethyst ist wahrscheinlich ein... Schmuckstück, das wir zum Beschwören eines weiteren Wesens nutzen können. Würde ich mal vermuten. Ein weit angelegtes Gemüsefeld hineinschauen. Das kann doch nur einer sein. Mr. Brücke, nein. Nicht Mr. Brücke. Ist jemand anderes. Mit einer Vorliebe für Karotten. Na, welches Tier wird das wohl sein? Richtig, ein Hase. In dem Fall heißt er Rabbit. Also Englisch für Hase.
Drin steckt ein Brief. Nein. Ich hoffe, wir gehen bald zusammen Honig holen. Puh, natürlich. Hat er auch noch irgendwas anderes vor, außer fressen? Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt noch. Pooh hat laut gerufen, aber das Haus sagt, Rabbit ist nicht da. Vor allen Dingen das Haus sagt, ja, ist egal. Ist egal. Niemand da? Nein, niemand. Niemand da? Nein, niemand. Oh, es gibt hier erstaunlich wenig Items, ne? Wer ist die Person mit dem Namen Niemand? Niemand, hast du Rabbit gesehen? Nein, es ist Rabbit hier. Niemand ist hier. Hallo, Rabbit. Oh, Pyro. Was für eine angenehme Überraschung. Schön, dich zu sehen, Ferkel. Und... ist das ein neuer Freund? Puh, tut mir leid, aber ich habe keinen Honig mehr. Ja, als ob Puh das glauben würde. Honig? Wie kommt denn da rein auf? Möchtest du etwas davon? Aber du musst natürlich nicht. Oh, vielen Dank, Rabbit. Ich nehme nur ein kleines Häppchen. Ich habe ein bisschen Hunger. Am Ende frisst er das ganze Ding weg. Po? Du isst doch nicht den ganzen Topf leer, oder? Ich sag mal so. Es wäre genauso, als wenn du einem Hund ein Stück Steak vor die Nase legst. Du kannst fest davon ausgehen, dass es wegfrisst. Wenn du einmal anfängst, bist du nicht zu bremsen. Das sagt bestimmt auch so manche Frau. Was? Hat er nicht gesagt. Wird rausgeschnitten. Es tut mir leid. Wie schön, dass ich beide gefunden habe. Den Honig und Rabbit. Fress, stopf rein. Oh Mann. Schon wieder keinen Honig mehr. Ist echt schwer so zu lesen, ich lass es mal. Also Rabbit ist auch zurück, aber eine fehlt noch. Einer unserer Lieblingsplätze sind auch verschwunden. Oh, was sollen wir nur tun? Tja... ich würde mal sagen, es fehlt noch eine Seite. Ja, das wiederholt sich jetzt alles. Ist auch noch Honig? Nö. Das heißt, hier sind wir anscheinend fertig. Hallo? Wo kann ich denn jetzt hier... ah! Da ist die Tür. Zu doof, um die Tür zu finden. Ja, sehr schön. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier raus. Hilfe! Jemand muss Puh helfen! Was ist denn jetzt los? Huch! Dann packt er sich auch noch auf die Schnauze. Ah, der macht nur Probleme. Ach, hey, und Hilfe! Ich steck schon wieder fest! Ja, weil du dich vollgestopft hast! Ich bin durch dieses Loch hereingekommen. Es muss geschrumpft sein. Nein, du bist einfach nur fetter geworden. Hier ist richtig schön fetten Arschtritt. Nein, natürlich nicht. Oh, was machen wir?
Ich sag ja, fetten Arschtritt. Oder ein Pümpel. Das ist nur passiert, weil du immer so viel Honig isst. Ja. Wenn Puh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur etwas tun können. Also ich habe ein Schlüsselschwert und da ist ein wehrloser Bär. Also nein. Nein. Einfach nein. Ich weiß, ich bin gemein. Ich kann nichts dafür. Wie kann ich Honig essen, wenn ich hier feststecke? Könntest du mir zum Mittagessen vielleicht einen Honigtopf bringen? Kein Honig, bis du wieder frei bist. Wenn Puh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Halt, ich weiß. Ein bisschen Karottensaft ist die Lösung. Mein Karottenbeet ist auf der anderen Seite des Baches. Karottensaft ist genau das Richtige, damit ein Puh dünner wird. Ein Puh? Heißt das, es gibt noch mehr von denen? Du Scheiße. Oh nein! Lass mich raten. Natürlich. Hallo, ich heiße Tigger. T-I-G-G-E. Das heißt Tigger. Sag mal, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hallo Tigger, du hast meinen neuen Freund Zora angesprungen. Hey Puh, du siehst heute ja nicht besonders glücklich aus. Ist das eine neue Übung? Herumzuspringen macht viel mehr Spaß. Wieso springst du ständig so rum, Tigger? Wieso? Springen könnte Tigger am bestesten. Apropos, mein Sprungpunkt ist weg und verschwunden. Dann wird das eben mein neuer Sprungpunkt. Jetzt müssen wir ihn davon auf... Ja. Tiggers Gehopse ruiniert meine Karotten. Wenn mir Puh keinen Karottensaft geben, wird er für immer feststecken. Bitte hilf mir, halte Tigger von meinen Karotten fern. Eine ganz schön vertrackte Sache, aber ich habe die Lösung. Schön, wie er erstmal halbwegs im Zaun stecken bleibt. Zora, du musst das Karottenbeet beschützen. Ich habe mich ihm gegenüber gar nicht vorgestellt. Wenn Tigger zweimal auf eine Karotte springt, versinkt sie. Einmal. Zweimal. Für ganz doofe. Genau so. Rette die Karotten vor Tiggers Sprüngen und du bekommst Punkte. Wie, fragst du? Das ist ganz einfach. Sei bei den Karotten, bevor Tigger auf sie springt. Hier sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viele du rettest und wie oft du Tigger blockierst. Oh, noch etwas. Das Kommando Folgen ist der Schlüssel zum gekonnten Blocker. Wähle Folgen in der Nähe von Karotten, die noch nicht versenkt sind. So bist du am Zielpunkt, bevor Tigger landet. Also, viel Glück. Na super. Und das wird sogar die letzte Amtshandlung heute sein. Denn wir werden die 3 Stunden gleich erreichen. Eine Minute Zeit. Tiggerblock, komme Tigger zuvor und halte ihn davon ab, die Karotten zu zertrampeln. Ja. Herzlich willkommen zum großen Sprungsimulator. Heute, wie halte ich Tigger am besten auf? Oh, Alter. Tigger, du nervst. Tigger, du nervst, echt. Aber hardcore. Und er hat eine Sprungfähigkeit, das ist Wahnsinn.
Alter, wie macht der Scheißkerl das bloß? Ich habe den 6-mal aufgehalten. Erfolgreiche Blocks 6. Karotten gerettet 11. Punktestand 66. Denn 11 mal 6 sind 66. Das kleine 1x1. Man lernt sogar noch was. Wow. Was sagt ihr zu diesen Sprüngen? Die waren sogar für einen Triggerspitze. Danke vielmals. Ich mache jetzt besser den Karottensaft. Ich hol die Karotten. Bitte warte im Haus auf mich. Darf ich Tigger erschießen? Bitte. Oh Mann, ey. Wie gesagt, es ist... Oh, was für ein Tag. Ich habe Puh den Karottensaft gegeben. Das ging sehr schnell. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, ihn hinauszudrücken. Ein kleiner Schubs sollte genügen. Arschtritt tut's auch. Bitte, lass mich ihn einfach in den Hintern treten. Ja! Ungefähr so. Erst mein Gemüsebeet und dann auch das. Oh je, wo bin ich? Es ist so dunkel. Mach das hier. Licht an. So schlecht ist es nicht, denke ich. Da ist viel Honig. Noch mehr fressen, Alter. Irgendwann platzt er. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Mithriaerz erhalten. Ja, was wir mit der dritten verlorenen Seite dann beim nächsten Mal machen werden, wie gesagt, werden wir beim nächsten Mal dann sehen. Ich werde wahrscheinlich offscreen nochmal gucken, dass ich irgendwie die Items zusammenkriege. Beim nächsten Mal werden wir dann in Traverse Town weitermachen und die nächste Welt ansteuern. Das heißt, es wird sehr unterhaltsam werden beim nächsten Mal. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende des Spiels. Wisst ihr das eigentlich? Es dauert nicht mehr so lange. Wir haben auf jeden Fall einiges geschafft, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.